Team-Sachen können wir wirklich mal machen, wenn wir wirklich zu sechs sind. Da bin ich gern bereit, da auch mal auf Teams zu stellen. Ja, müssen wir eigentlich dann mal machen. Ja, das war der Plan eigentlich heute. Das wollte ich zu sechs. Aber wie gesagt, das ist gestern Baby weggebrochen. Vorhin noch Sven. Steven. Und schon wieder stehen wir nur zu viert da. Aber gut, okay. Also nochmal kurz mal auch von mir jetzt mal schnell noch einen Aufruf. Also wer Bock hat, noch mal was mitzumachen und das hier total lustig findet und alles und hat Bock, ey, ich will mitmachen mit einer aktiven Crew, dann gerne auch mal melden unter dem Video oder beim Marki. Der postet auch immer gerne mal Aufrufe. Wer mal richtig Bock hat, sich die schlechte Tonqualität von Kev reinzuziehen, der soll sich einfach melden. Ist das immer noch so schlimm? Nein, alles gut, das war jetzt ein Spaß. Nee, ernsthaft, ist das jetzt immer noch so schlimm oder ist das besser geworden? Nein, ist alles gut, ist besser. Da lag es tatsächlich an dem Standort der PlayStation. Oh. Ach, hier ist jeder gegen jeden, ne? Ja. Oh, schon wieder, du und ich immer, wir schauen immer uns gegenseitig gleichzeitig zu tun. Da kämpft, Mann. Da kämpft dann wieder jemand oben auf dem Dach. Aber die Map ist schon mal saugeil, schon jetzt. Also, merke. Hat was Paintball-mäßiges. Also merke auf jeden Fall, Sven steht gerne oben auf dem Dach und Markus findet gerne irgendwelche Autos irgendwo. Oh, auf Paintball hätte ich auch Bock. Ich hatte eine Zeit lang gespielt, aber ich hatte dann niemanden mit zu spielen. Oh, scheiße. Soll ich dir mal meinen Paintball-Kanal schicken, Enrico? Jo. Ich hab ja mit Kamera gespielt. Du, also sag Junge, ich hab's eigentlich gehabt. Nein, was ich aber mal eigentlich überlegt hatte, weil wir haben ja drei Leute zum Beispiel, die relativ in der Nähe wohnen. Warum versucht man nicht irgendwie mal über ein längeres Wochenende ein Crew-Treffen zu machen mit allen Leuten? Oh, verdammt. Das wolltest du irgendwie zu sechs Mal treffen. Und dann irgendwie mal gemeinsam was machen. Solche Aktionen wie Paintball das, oder so. Das wird schwierig, glaube ich, bei Yvonne. Die wohnt ein bisschen sehr weit weg. Ich weiß nicht, wo die wohnt. Die wohnt wirklich weit weg. Da hat mir Google vorbeigeschossen. Sonst habe ich nämlich auch zu Yvonne schon gemeint, wir müssen uns eigentlich mal treffen, aber die wohnt weit weg. Das ist für die nicht so einfach, herzukommen. Und ich weiß auch gar nicht, wie weit Enrico weg ist. Die Frage ist, wo wohnt der? Oder möchte ich, sagen wir mal, in welcher größeren Stadt oder nicht? Bei Erfurt. Erfurt ist jetzt nicht die Weite, weit weg. Oder? Erfurt sind 2 Stunden, 3 Stunden, was ist das von hier? Ich fahre nicht 3 Stunden für Paintball. Ja, das meine ich mal länger, deswegen sag ich, weil er über ein Wochenende über lang ist. Das soll ich nur Paintball machen, aber zwar einfach mal was anderes machen. Wir mal einfach uns treffen, uns kennenlernen, weißt du? So, Ding. Oh, die falsche Richtung gezielt. Kannst zusammen Bier trinken. Ich trinke keinen Alkohol. Alter! Läufst du 3 Meter, wirst du komplett in meinen Haufen geballert hier. Ja. Oh, die Map ist geil. Das ist nicht wahr. Ich hab auf deinen Kopf gesehen. Höre die Gewalt und mach das Gesetz. Ja, das hat auf jeden Fall was. Du hast Möglichkeit, dich irgendwo zu verstecken. Junge. Wie oft der da hin und her sich dreht. Der kennt doch hinten. Ja, weil ich dich nicht gesehen habe, ich wusste nicht, wo du stehst. Du kennst auch da. Nee, ich habe nur gewartet, bis du kommst. Oh, jetzt schon wieder, da Morgus. Was hat er gesagt? Er hat gewartet, bis er kommt? Immer. Ich fühle mich geehrt. Immer der Morgus. Was hat der denn her? Weil die Map ist halt sehr klein. Au! Ich hab nur gesehen, wie lang gelaufen bist und wenn darf ich das. Nein. Scheiße. Da war ich nur gesehen, Opfer, Kevin. Hä? Au! Enrico! Enrico! Boah. Das ist nicht nett, was du machst. Du schießt immer auf Herle und lehne Frauen. Das macht man nicht, Enrico. Das gehört sich nicht. Ich meine, dass ich noch am Geländer festsetze. Oh nein, nicht sterben. Nein! Der Enrico hat was gegen Frauen, kann das sein? Oh, Alter! Nee. Warte, wo bist du? Du hast aber Ich hab's gesehen, dass du da rumgekommen bist und trotzdem, weißt du? Das war ein Schuss. Das war direkt ein Headshot. Ja, bei Markus eben auch. Das war direkt auf den Kopf gesetzt.
war die erste Kugel, die gesessen hat. Ja, du komm. Vergiss es diesmal nicht. Mann! Der Nico macht mir Angst. Alter! Headshot! Headshot! Oh, Alter! Ja, jetzt warten. Die Map ist so verwirrend, Alter. Also sie erfüllt auf jeden Fall den Deathmatch-Zweck, muss ich mal sagen. Da steht der nächste schon wieder ein. Das Problem ist, ich krieg Markus meistens, aber Enrico... Enrico kommt dann meistens noch um die Ecke. Mann! Ja, den wollte ich nämlich holen und dann hast du dich dann... Warte mal gerade kurz. Wo ist denn? Ist gepackt. Das war geil! Ich hab dich nur so einen Millimeter über die Kante gesehen, Alter, trotzdem Headshot. So geil. Ist das mit Kontrolle? Was Cap schon wieder macht? Ja, ich mich auch. Wie hat der das überlegt? Aua! Hier, schön, hier bleib ich. Nein! Den Headshot daneben gesetzt! Scheiße! Jetzt setze sich ins Auto! Vorsicht, Enrico macht mich nach! Das ist eine Schrotflinte? Ja, na klar! Du passt doch überhaupt nicht auf, was du einsammelst, ne? Oh lol, ah, ich seh's gerade. Wie meint er sich da heroisch aus dem Van schmeißt? Oh, verdammt! Also, jetzt hat er mich. Ich hab so lange dort schön campen können. Wo ist Kevin? Ja, die Vorratslosengang. AFK, glaube ich. Und fliegt damit auch gleich aus der Lobby, wenn er nicht aufpasst. Er ist wieder da. So, jetzt. Alter! Die haben dich komplett in Ruhe gelassen, ne? Naja, alles gut. Ja, meine Katze ist zu mir reingekommen und da muss ich sie jetzt mal wieder rausnehmen. Ja, ich hab sowieso verloren. Also dass du dich um den kümmerst, nein, rennst das bitte mir. Mist. Ja, genau. Ich sende bei dem heute Yvonne's Part hinter der Kiste hocken. Man kann seine Markierung verbergen. Aua. Ey. Da schützt der scheiß Camper. Sag ich doch. Ah, ich bin eben mit Abstand letzter, es ist zum Kotzen. Es gerade läuft zu viel. Ja, du hast doch gerade eine Katze rausgeschafft, so klar. Ja, verdammt, jetzt hat er mich. Ja, ich würde dich da immer wieder. Braucht er halt ein bisschen, weil der sich in welche Ecken versteckt, das ist das Problem. Und dann muss ich den mit Leckerlis rausholen. Das dauert dann halt manchmal. Kev muss Muschis mit Leckerlis hervorlocken. Ja, immer. Ah, ich zieh natürlich zu hoch, ist klar. Ist was sinnlos. Ey. Ach Mann, der wird mir rechts angezeigt und es steht links, weißt du. Ha, schon wieder Doppelkill, ja. Ja, wie viel du auch kriegst beim Googeln. Ah, ernsthaft. Junge, wie viel frisst du? Ha, schon wieder Alter! Doppelkill! Alter, ist ja unfassbar, was wir heute hier Doppelkills machen! Oh! Digga, ich bin genau neben deiner Leiche gespawnt. Woo! Hä? Maximal verwirrt! Mann!
Das bist du doch aber eh immer, Enrico. Du lernst es nie, oder? Ach, ja, ist egal, wo ich lang gehe. Du musst leider nicht. Ich hab den erwischt, jawohl! Was war das jetzt? Oh. Mal einen wieder. Mann! Hör doch auf, da drum rumzuballern, du machst mich nervös. Ach, weißt du, da steht der nächste. Ich hab doch nicht mal. Noch nicht mal zwei Stück. Verdammt! Stimmen. Jetzt hast du mich gehabt, Moritz. Oh, war gut. Ich bin nur Dritter. Wieso bin ich nur Dritter? Na, weil du deine Dritten hast. Achso, ist nicht schlimm. Bitte schippen, bitte länger. Und über den Tag verlieren sie ihren Halt. Da war doch jetzt eigentlich das größte Opfer bestimmt, der Kevin, oder? Ich. Ich habe ja nichts auf die Reihe genau bekommen. Ich war die da. 15 Tode. Ja, nicht meine Runde. Vorbei. Ah, verdammt, da hat mir ein Kill gefehlt. Aber Markus ist 26 Mal gestorben, das ist Respekt, ne? Ja, ich war aber auch eine ganze Weile nicht da. In der Runde. Ich führe die Liste an als Letzter. Das ist gut. Du machst das mit dem Frauencharakter von hinten. Eieiei. Ja, gibt ja beides. Gibt ja mit Überraschung. Ich habe wieder einige anstrengend, das war mir so.